Hi! Ich habe wieder ein riesen Aufgebraucht-Video für euch. Und wenn ihr Bock auf ein mega Review-Video habt, hier ist die dekorative Kosmetik, hier ist die ganze Pflege und so weiter, dann bleibt unbedingt dran. Ich freue mich drauf, wenn ihr dabei bleibt. Ja. Wie immer. Every fucking time. Ich hasse es, wenn andere so reden, also werde ich jetzt auch nicht damit anfangen. Wie immer fange ich an mit der ganzen Pflegegeschichte, weil Körperpflege ist wahnsinnig wichtig, nicht wahr? Und ein Teil, das nichts mit Körperpflege zu tun hat, ich aber unbedingt trotzdem nochmal erwähnen möchte. Und zwar handelt es sich um diese Imperial Candle Apple Cinnamon. Worte können nicht fassen, wie sehr ich diesen Geruch gefeiert habe. Es riecht wirklich nach Apfel und Zimt und es riecht in der ganzen Wohnung danach. Wenn ich diese Kerze abends 2 Stunden angezündet habe und dann, keine Ahnung, um 12 ins Bett gehe und morgens um 7 Uhr in mein Wohnzimmer komme, riecht es immer noch danach. Und wenn ich abends nach Hause komme, nach der Arbeit, und die Kerze war am Abend zuvor an, rieche ich es immer noch einen Hauch oder ich rieche immer noch einen Hauch davon. Ich fand die so, so, so toll, großartig, also wirklich fantastisch. Ich fand auch das Glas richtig toll. Die Kerze hat 2 Dochte. Sie ist auch sehr ordentlich runtergebrannt, finde ich. Also es ist natürlich noch ein bisschen Wachs unten drin, aber es ist diese Sicherheits-Docht-Geschichte. Es ist ungefähr noch, ich würde sagen, 3 mm Wachs drin. Ich habe die echt gefeiert. Der Ring, der hier drin war, war jetzt nicht so meins, aber das finde ich gar nicht schlimm. Sie wurden mir voll nett kostenlos zur Verfügung gestellt und ich liebe sie. Ich liebe sie. Und auch die andere Kerze, die ich davon habe, die steht da, da unten. Im Moment brennt nämlich eine andere Kerze, die Tartatin von Yankee Candle, genau. Aber ich würde die nachkaufen, definitiv. Ich finde die richtig, richtig toll. Schade, dass mein Rabattcode nur bis Ende des Jahres galt. Aber die war echt toll. Und ich hoffe, ein paar Leute haben sie nachgekauft, weil kann man nichts falsch mitmachen. Zumindest nicht mit den 2 Geruchsrichtungen, die ich habe. Jenny, also Beauty bei Miss Curly Jen, hatte auch 2 zur Verfügung gestellt bekommen und ich glaube, sie war nicht so super begeistert, zumindest nicht von einer. Ich fand sie toll. Dann habe ich aufgebraucht das Coconut und Manuka Oil. Das ist ein Duschgel aus Italien. Das habe ich mir mal bei TK Maxx gekauft für 4,99 €. Was das ursprünglich mal gekostet haben soll, kann ich leider nicht mehr sehen. Es war mit in meinem Projekt 10 plus 10. Und ich mochte das, aber ich würde es mir nicht nachkaufen, selbst wenn ich es noch finden würde, weil das, was das für 5 Euro konnte, können auch Balea Duschgels für 89 Cent oder was auch immer sie kosten. Aufgebraucht habe ich von Sexy Skin, ich glaube die Firma heißt Dermatest, ich bin mir nicht sicher, diese Body Lotion, die roch original wie irgend so ein fancy Zeug, das auch jedes Jahr immer von Balea rauskommt. Ein bisschen nach, ich kann es nicht sagen, nach so einem Eis. Es erinnert mich an so einen Eisgeruch aus meiner Jugend. Ich kann es euch nicht erklären. Also ich mochte den Geruch an meinem Körper überhaupt nicht. Ganz, ganz schlimm. Ich habe den nur auf den Beinen verwendet. Oder das nur auf den, die nur auf den Beinen verwendet und nicht auf dem Oberkörper, weil ich den Geruch einfach nicht ertragen habe. Es war mir einfach viel zu süß. Ich mag nicht riechen wie ein Bonbonladen. Dann habe ich aufgebraucht von Arganölzauber. Dieses Gesichtspeeling mit ganz fein gemahlenen Argannüssen. Ich habe das eigentlich jeden Tag unter der Dusche oder zumindest jeden zweiten Tag unter der Dusche verwendet, um mein Gesicht und meinen Hals sanft zu peelen. Eigentlich habe ich es mehr genommen, um mein Gesicht abzuschminken, weil dafür funktioniert es auch ganz gut, nur nicht in den Augen. Es war echt ganz schön und ich habe auch noch ein Tübchen davon. Leer ist von Desange das Absolute Repair Reparatur- und Aufbaushampoo mit Buriti-Öl ohne Silikone. Ich bin kein großer Fan von dem Shampoo, ich würde es mir auch nicht nachkaufen. Aber es hat die Haare sauber gemacht, das kann man nicht anders sagen. Leer ist außerdem von Biolage Raw das Recover Shampoo und der Recover Conditioner. Auch das habe ich mal kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und ich finde das echt gut, das ist gutes Shampoo, ein guter Conditioner. Das Shampoo funktioniert aber nicht ohne Conditioner, dann sind die Haare todestrocken. Und der Geruch von diesem Recover Conditioner, es ist Korianderöl mit drin und man riecht es.
Ich finde, das riecht so unfassbar, unfassbar gut. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich noch eine Flasche von jedem habe. Steht auch schon wieder in meiner Dusche. Von L'Oreal, die Tonerde, klärende Tonerde-Maske ist leer. Die grüne war auch mit in meinem Project 10 plus 10. Ja, das war definitiv eine gute Maske, die ich mir aber auch nicht nachkaufen werde. Ich finde die auch zu teuer. Ich finde 10 Euro oder was die kosten, einfach zu teuer. Von Dove, die intensiv verwöhnende Bodylotion, fand ich auch richtig gut. Kann ich mir auch nicht nachkaufen, leider. Das habe ich jeden Tag. Ich habe mich wirklich die letzten 3 Monate jeden Tag nach dem Duschen, also wenn ich duschen war, manchmal habe ich sonntags mal ausgelassen, aber sonst jeden Tag, eingecremt und meine Haut findet es toll. Meine Haut war schon lange nicht mehr so, so weich und genährt und prall. Ich glaube, das letzte Mal mit 25, also als die Haut auch noch jünger war. Ja, ich mochte die sehr, sehr gerne. Also Dove Duschgels und Bodylotions sind echt schön. Schade, dass ich die nicht mehr kaufen kann. Das The Body Shop Vitamin E Face Mist, Hydrating Face Mist ist leer. Ich habe das benutzt, um meinen Make-up-Schwamm anzufeuchten. Ich mochte das als Gesichtsspray eigentlich echt gar nicht so gern. Aber ja, ich hatte es dann und wollte es dann auch nicht wegschmeißen. Und es läuft auch irgendwie noch ein bisschen aus. Doof. Außerdem ist auch leer aus derselben Serie die Vitamin E Gesichtscreme for All Skin Types Nourishing Night Cream. Der Geruch war schön, die Pflegewirkung war auch schön und im Gesicht ging es bei mir gar nicht. Ich habe wirklich Unterlagerung, Ausschlag davon bekommen. Darum habe ich es verwendet, um hinter meinen Ohren, Hals und Kinnlinie damit einzucremen und das war sehr, sehr schön. Ich würde es mir aber deswegen nicht nachkaufen, weil das funktioniert auch mit anderen Cremes toll. Meine Hilde ist leer. Die Hildegard braucht mein Exquisit Augencreme, Eye Contour Creme, Kräuterkosmetik. Die riecht nach nichts Besonderem. Gott sei Dank riecht sie auch nicht so nach typischem, wie heißt das? Nach typischer Naturkosmetik. Sie hat nicht die allerbesten Inhaltsstoffe, aber bei weitem auch nicht die schlechtesten. Also ich habe schon schlechtere Inhaltsstoffe in Augencremes gehabt. Und sie ist tierversuchsfrei, Naturkosmetik und der Preis ist einfach der Burner. Ihr zahlt für 30 Milliliter 15, 16 Euro. Richtig, richtig toll und muss ich mir jetzt auch nachkaufen. Ich habe von einem ganz lieben Arbeitskollegen zu Weihnachten einen Douglas-Gutschein bekommen und dann werde ich mir das einfach online bestellen. Oder kaufen, wie auch immer. Von Revival Loop, der Clean in Care, ölhaltige Augen-Make-up-Entferner. Ich habe jetzt mein letztes Backup in Gebrauch und drücke mir die Daumen, dass der von Isana, der den ja abgelöst hat, genauso gut ist wie der. Das wäre echt schade, wenn nicht. Da muss ich nämlich wieder auf die Suche gehen und das ist so nervig. Von Garnier Skin Care oder Skin Active, diese klärenden Reinigungstücher für 1,15 Euro habe ich die mal im Angebot gekauft, statt 2,25 Euro. Und ja, Tücher zum Make-up entfernen. Also wenn man mal wirklich ganz dick geschminkt ist, reicht es, um so den ersten Rotz runterzunehmen. Aber niemals nur sowas verwenden, das ist gar nicht gut. Dann habe ich noch aufgebraucht ein paar Masken und zwar einmal von Nizon, die Anti-Wrinkle Mask. Die gab es bei Tiki Max für 2,99 €, genau wie von Real Essentials. Die Kollagen-Maske gab es auch für 2,99 €. Sind platt gemacht und werden natürlich nicht nachgekauft. Von Shebens die Augen- und Lippenmaske, die habe ich leer gemacht. Das ist alles aufgeschnitten, wenn auch noch zusammen, aber aufgeschnitten und leer. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein tolles Produkt, könnte man auch als Augencreme tatsächlich abends benutzen, finde ich. Dann habe ich aufgebraucht diese Cremeseife von Elina. Die habe ich mal in der Apotheke für Punkte. Ich kaufe Medikamente ein, also rezeptfreie Medikamente kriegt man Punkte. Und ja, die habe ich dann halt mal mitgenommen. Die fand ich ganz schrecklich. Furchtbares Zeug. Von Balea Med, das ultrasensitiv Gesichtswasser. Ich glaube, mittlerweile brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich liebe sie. Ich liebe das Gesichtswasser wirklich über alle Maßen. Es ist super formuliert, super sanft. Echt total erschwinglich mit 2,99 Euro in der Drogerie und ihr bekommt das halt bei DM. Ne? Also da gibt es gar nichts zu meckern. Es ist ein fantastisches Produkt und ich werde es immer wieder nachkaufen. Ich sehe gar nicht ein, warum ich in einer Parfümerie für ein Gesichtswasser 15, 20 Euro ausgeben soll, wenn es so ein Produkt für 2,99 Euro auch tut. Und ich habe auch schon teurere Gesichtswässerchen gehabt, die alle nichts besser konnten als das. Also von daher bleibe ich dabei. Aussortiert ist außerdem ein Duschpuschel.
man sieht nicht, dass die irgendwie, dass da irgendwas mit ist. Der hat sich auch nicht verfärbt, aber ich tausche die trotzdem zwischendurch aus, weil die werden, also der hier ist jetzt zum Beispiel ein bisschen kratziger geworden und ist halt auch so ausgefranst. Die tausche ich alle paar Monate mal aus. Sind auch nicht so teuer, von daher ist das nicht so schlimm. Dann habe ich eine Zahnbürste ausgetauscht, zeige ich euch nicht von so nahem. Das war die ultra weich oder ultra sensitiv, ultra soft, glaube ich. Jetzt habe ich die soft und versuche mein Zahnfleisch langsam wieder so ein bisschen an festere Zahnbürsten zu gewöhnen, weil das Zahnfleisch wird auch nicht widerstandsfähiger, wenn man es immer nur streichelt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Von Balea, die anschmiegsamen Reinigungstücher, die hatte ich bei meinem Freund für den ersten Rotz vom Gesicht. Furchtbar. Die waren so, so, so schlecht. Also das war irgendeine Limited Edition. Hier ist irgendeine Grapefruit mit Grapefruit-Duft. Nein, es roch nicht nach Grapefruit. Das riecht einfach fies. Es riecht fies und kann nichts. Und nein, 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 nein. Nie wieder kaufe ich das. Von Pilaten meine letzte Blackhead. Oder vorletzte, ich glaube, ich habe noch eine mit in eine Box gepackt. Blackhead Export Strip, die reicht für mich 2 bis 3 Mal und ich benutze sie nur in diesem Bereich. Ich brauche das aber nicht, weil meine Poren sind zwar ein bisschen vergrößert, sie sind aber nicht verdreckt. Ich reinige mir mein Gesicht wirklich sehr, sehr gründlich und ich glaube, dass diese Masken, wo ihr dann tatsächlich alles Mögliche aus den Poren reißt, die öffnen dann ja auch die Poren. Das heißt, die Pore ist offen. Und es kann sich wieder mehr Rotz festsetzen und es macht die Haut auf Dauer auch nicht schöner. Dann habe ich von Revaldeloup Clean and Care eine milde Reinigungsmilch bei meinem Freund gehabt. Und ich habe mir das irgendwann mal aus der Not gekauft. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich hatte nichts zum Abschminken da und bin dann schnell bei Rossmann rein und habe mir das gekauft. Und es kann einfach nichts. Nichts. Es kann nichts, es macht nichts. Es wäscht das Make-up nicht runter. Es reicht vielleicht maximal, wenn man morgens wach wird und abends vernünftig gereinigt hat und dann unter der Dusche mal sein Gesicht waschen möchte. Aber sonst kann das nichts. Dann ist aufgebraucht von Goldwell Dual Senses oder Dual Senses das der Anti-Breakage Conditioner. Ja, also es ist. Von allen Shampoos, Spülungen, Haarkuren, die ich jemals hatte, ist diese Serie von Goldwell definitiv immer noch die, bei der ich sage, es ist mein heiliger Gral und hat für mich am allerbesten funktioniert. Alle anderen Produkte, auch das von Raw, Biolage Raw, auch bei dem ist das so, dass ich zwischendurch das Shampoo wechseln muss, weil mein Ansatz ist, wie bei jedem anderen Menschen auch, fettet der Ansatz eher nach und die Längen und Spitzen sind halt ein bisschen trocken. Und das unterstützt das. Der Ansatz ist dann irgendwie noch ein bisschen öliger und die Haare werden auch nicht irgendwie weicher. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also das hier ist definitiv meine liebste Serie. Und ja. Aber das Biolage Raw ist trotzdem sehr, sehr gut. Ich wechsle dann immer zwischen den verschiedenen Varianten, die ich zu Hause habe und nicht lange eins. Und dann ist alles bestens. Elmex Zahnpasta mit Aminfluorid für schmerzempfindliche Zähne bzw. gegen schmerzempfindliche Zähne. Kaufe ich immer wieder nach, ich finde die gut. Dann habe ich auch mal wieder meine Peeling-Handschuhe aussortiert. Und hier, die werden tatsächlich irgendwann össelig. Und diese Gummis, die leiern aus. Und dann rutschen euch die beim Duschen immer von der Hand. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und deswegen werden auch die alle paar Monate mal aussortiert. Dann habe ich aufgebraucht einmal die Maxi-Wattepads von Evelyn. Zeige ich euch auch ständig, ich finde die toll. So für den letzten Step in meiner Reinigungsroutine. Also, wenn ich dann den ganzen Schmodder vom Gesicht gewaschen habe, nehme ich immer noch mal meinen Toner und so ein Maxi-Watte-Pad, mache den drauf und tone mein Gesicht, beziehungsweise schaue natürlich auch, ob noch was auf dem Gesicht drauf ist und putze das gegebenenfalls damit dann noch weg. Von L'Oréal Excellence habe ich noch ein paar Haarkuren hier. Die sind echt gut. Die sind immer bei meinen Shampoos, ach Quatsch, bei meinen Haarfarben dabei gewesen. Ich glaube, zwei, drei habe ich davon noch. Die sind wirklich richtig, richtig toll. Danach sind die Haare wirklich toll gepflegt. Aber ja, irgendwann werden die mir auch ausgehen. Dann habe ich aufgebraucht von P2 ein Nail Wax für spröde und splitternde Nägel mit Mangoextrakt. Ja.
Sowas dauert bei mir ewig. Ich glaube, ich für so ein kleines Pöttchen brauche ich 1 Jahr, 1,5 Jahre, also wirklich ewig. Und aus meinem Adventskalender habe ich von L'Occitane schon 2 Produkte aufgebraucht. Und zwar ist das einmal diese Shower Cream, Creme de Douche mit 5% Shea Butter. Ganz toll, roch richtig toll. Und mit diesen, ich glaube 30 Milliliter sind es. Ich sehe es, kann es aber gerade nirgendwo finden. Ich glaube 30 Milliliter konnte ich mir meinen Körper 2-mal abwaschen. Konnte ich 2-mal duschen. Ich mache das ja immer auf so einen Duschpuschel drauf. Und mit dem Duschpuschel in Verbindung mit Wasser ist es grundsätzlich so, dass es ordentlich aufschäumt. Und ja, dann braucht er nicht so wahnsinnig viel Duschgel. Und auch aufgebraucht habe ich von L'Occitane das Shampooing Shampoo. Das hatte auch 35 Milliliter und das konnte ich 2-mal verwenden zum Haare waschen. Also ich war dann wirklich ein bisschen großzügig. Ich habe noch so ein kleines davon. Ich habe auch noch einen Conditioner. Conditioner gebe ich mir niemals auf den Ansatz, weil dann kriege ich immer fettigen Ansatz und muss mir die Haare schon nach 2 Tagen wieder waschen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache das nur alle 3 bis 4 Tage. Und deswegen komme ich damit mit diesem kleinen Conditioner 3-4 Haarwäschen aus. Und ja, dann wird das quasi gemeinsam leer. Das war meine Körperpflege oder pflegende Produkte. Und jetzt kommt noch mal wieder gar nicht so wenig dekorative Kosmetik. Also mein Project 52 Weeks of Empties habe ich definitiv geschafft. Habe ich mit Bravour bestanden und ich freue mich riesig darüber. Ich habe natürlich auch einiges an dekorativer Kosmetik im Laufe des Jahres nachgekauft. Was ich gerne machen möchte, ist, dass ich dieses Jahr, ich habe das letztens bei einer Instagramerin gesehen, die auch Project also aufbraucht und immer hochlädt, was sie aufgebraucht hat. Die hat mal notiert, für wie viel Wert habe ich Produkte aufgebraucht und für wie viel Wert habe ich nachgekauft. Das fand ich echt interessant. Ich glaube, das mache ich dieses Jahr auch mal so. Leas von Alverde, das fixierende Spray. Mein absolut liebstes Fixing Spray. Ich finde das großartig und werde es mir immer wieder nachkaufen, solange es das gibt. Und sollte jemals jemand sagen, die werden aus dem Programm genommen, kaufe ich mir 50 Backups. Was Schwachsinn ist, weil so lange werden die sich nicht halten. Aber ich werde mir dann definitiv Backups kaufen. Ich habe auch 2 noch hier und 1 in Gebrauch. Also wird mir erstmal nicht ausgehen, denke ich. Oder ich habe noch 1 hier und 1 in Gebrauch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Großartige Mascara. Die Lash Princess in diesem orange-rötlichen Design. Ich fand die richtig toll. Aufdrehen, ein paar Tage stehen lassen. Also so aufdrehen. Aufdrehen, wieder reinstecken und so ein paar Tage stehen bleiben, dann bekommst du auch die perfekte Konsistenz. Sie sollte natürlich nicht die ganze Zeit Luft atmen, ne? Das auch nicht. Aber die fand ich richtig, richtig schön. Also für eine Drogerie-Mascara für 3 Euro, 3,50 Euro, bin mir nicht sicher, fantastisch. Ich habe jetzt eine von, ich glaube auch von Essence, die hat Tati mal empfohlen und dann Diana auch. Die fand ich die ersten paar Wochen oder die ersten 2 Wochen auch doof. Jetzt finde ich die richtig super. Also Mascaras brauchen wohl immer eine Weile. Catrice Liquid Liner in Dating Joe Black. Neuerdings steht matt drauf, stand hier noch nicht drauf. Ich sehe aber keinen großen Unterschied. Auf jeden Fall ist der leer. Da ist nur noch am Pinselspitzchen immer so ein bisschen was dran. Das macht dann keinen Spaß mehr. Der NYX Microbrow Pencil in der Farbe Taupe. Auch definitiv leer. Ich liebe ihn und habe ihn natürlich auch wieder in Gebrauch. Der Creme Brûlée von Wet n Wild, der allerbeste Lidschatten, Primer, Setting, Ton, Basiston fürs Augenlid. Ich finde den großartig, wird auch immer wieder nachgekauft. Dann habe ich aufgebraucht von Laura Mercier den Foundation Primer Blemishless. Ich fand den richtig schön. Der hat die Poren jetzt nicht verfeinert, aber hat gemacht, dass das Make-up schön aussah. Also die Haut sah so ein bisschen gepflegt aus und das Make-up sah auch einfach länger schön aus. Ich fand den echt gut. Und dann habe ich noch ein Parfümpröbchen aufgebraucht von Biotherm, das Relax. Ich mochte den Geruch ganz gern, aber leider habe ich Kopfschmerzen davon bekommen, deswegen würde ich ihn nicht kaufen. Dann von Essence. Dieser mini kleine Lip Liner hier, der leer ist. Und zwar in der Farbe Wish Me a Rose. War auch in meinem Project 20. Und auch ist leer gegangen mal wieder von Lacura ein Augenbrauenstift in der Farbe Blond. Ja. Das waren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Teile dekorative Kosmetik und ein Parfümpröbchen. Ja.
Meiner Meinung nach hat sich das wieder wahnsinnig gelohnt. Und ich werde jetzt die Tage, werde ich mal meine Inventur machen und bin echt gespannt, weil ich habe wahnsinnig viel aufgebraucht dieses Jahr. Ich habe auch wahnsinnig viel dekorative Kosmetik aufgebraucht. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob es weniger geworden ist, obwohl ich auch ordentlich nachgeshoppt habe. Es wäre einfach toll. Es wäre einfach toll. Ich würde mir auch so gerne ein No-Buy setzen, aber ich weiß sowieso, sobald ich es ausgesprochen habe, sehe ich was, das ich haben möchte und mache mich langsam wirklich lächerlich. Ich schreibe euch in die Infobox, was ich aufgebraucht habe, was die Sachen wert waren, wie viel es im Laufe des gesamten Jahres waren. Und ich werde natürlich dabei bleiben und euch auch weiterhin meine Aufgebrauch und Produkte zeigen, weil ich weiß, dass viele das sehr, sehr gerne sehen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr bei meinem langen Video wieder bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich wünsche euch alles Liebe, hoffe, ihr schaltet wieder rein und schreibt mir irgendwas Nettes in die Kommentare. Ich freue mich doch immer so. Bis dann. Tschüssi.